Wir befinden uns hier in Berlin, besser gesagt über den Dächern Berlins auf dem Kudamm-Carré-Hochhaus. Es ist schwierig zu sagen, ob es noch das Kudamm-Carré ist, denn inzwischen heißt es, aus Kudamm wird Fürst. Das liegt daran, dass das gesamte Hochhaus und die umliegenden Gebäude komplett saniert bzw. auch abgerissen werden. Und diesbezüglich haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir mit Hilfe der Krane eine neue Fassade gestalten können, ebenfalls allerdings auch den Rohbau komplett von unten bis oben aufziehen können. Die Schwierigkeit liegt allerdings nicht darin, einfach nur Krane hinzustellen, sondern die einerseits aufbauen zu können und im Nachgang auch wieder abbauen zu können. Denn das gesamte Baufeld wird komplett zugebaut, wodurch einfach eine Demontage der Krane zum Beispiel nicht mit Mobilkran möglich ist, sondern ein sehr, sehr kompliziertes, durchdachtes und durchgerechnetes Konzept braucht, wo wir zum Schluss mit einem Kran den anderen Kran demontieren können. Das Besondere an diesem Projekt ist, beziehungsweise in der Dimensionierung und der Positionierung der Krane ist, dass wir hier nicht nur von Anfang bis Ende denken, sondern insbesondere vom Ende bis zum Anfang denken. Denn alles hier um das Hochhaus herum wird komplett zugebaut sein. Jeder einzelne Kran hat eine ganz bestimmte Art und Weise, wie er montiert bzw. auch demontiert werden muss. Und in diesem Fall müssen wir von vorne genau wissen, welcher Kran mit welchen abbauen, welche Fläche haben wir. Und da gibt es nicht viel Fläche. Für ein Projekt wie dieses braucht man nicht nur den richtigen Kran bzw. die richtigen Krane, sondern auch den richtigen Partner. In diesem Fall realisieren wir alles mit BBL Baumaschinen aus dem Saarland, die einfach die besten Monteure haben, die besten Technologien. Mit dem Wotans hier auf 120 Meter haben wir einen 20 Tonnen Kran, der einfach das Herzstück der Baustelle widerspiegelt. Er ist der höchste Kran mit 122 Meter Hakenhöhe, 20 Tonnen maximaler Traglast. Ist es einfach ein Kran, der die Baustelle insgesamt entlastet. Denn er kann im Radius von 65 Metern de facto alles im Baufeld Mitte als auch Baufeld Süd abdecken und beschleunigt die Bauarbeiten definitiv. Nachdem wir die maximale Höhe erreicht haben, die natürlich auch vorher berechnet wurde, die wir mit dem Hilfskran erreichen können, haben wir das Kletterwerk dran gebaut, den Gegenausleger, den Ausleger, um anschließend am Folgetag den Kran nur noch in seine finale Höhe zu bringen. Das machen wir dadurch, indem wir den gesamten Ausleger nach oben heben und einzelne Turmstücke einsetzen. Nachdem wir die letzten vier Turmstücke eingeklettert haben, haben wir mit 122 Metern die maximale Höhe erreicht und sind bereit, über den Dächern von Berlin zu schwenken und zu arbeiten.